Ja, ich habe viele Jahre Kinderintensivmedizin gemacht und habe mich da schon viel mit Palliativ beschäftigt, viele schwerkranke Kinder begleitet und deren Familien. Und vor 5 Jahren habe ich einen Kurs hier gemacht und dachte, wow, hier mal zu arbeiten, das wäre ein Traum. Und letztes Jahr ergab sich die Möglichkeit und seitdem bin ich hier und freue mich. Der Arbeitsalltag fängt morgens um 8 Uhr an mit einer Besprechung, und dann machen wir Visite gemeinsam mit Pflege, psychosozialen Team und uns im ärztlichen Team, machen uns viele Gedanken über die Patienten, gehen dann auf einen Rundgang und haben im Verlauf des Tages mehrere Gespräche mit den Familien, Angehörigen, Helfersystemen, sodass der Alltag schon sehr bunt ist, immer abwechslungsreich. Wir machen dann auch einiges an Diagnostik, was man so als Arzt, Ärztin macht. Und wenn wir im SAPV-Team eingeteilt sind, ambulant, gehen wir dann auch, fahren wir raus zu den Familien, lernen die dort kennen, betreuen die Eltern, die Kinder zu Hause, sodass es schon ein sehr abwechslungsreicher Alltag ist. Besonders schön an meiner Arbeit ist das Team. Also in diesem Team zu arbeiten, auf höchstem Niveau Medizin, auf höchstem Niveau Pflege, auf höchstem wirklich Niveau psychosoziales Team. Und dann zu erleben, dass wir alle wirklich die Zeit haben, die wir brauchen für die Familien, für die Kinder, das kannte ich so nicht. Die haben wir wirklich die Zeit. Und das ist das, was mich total begeistert hier. Und dann begeistert mich natürlich die Kinder und deren Familien. Das macht das wirklich zu einem ganz besonderen Erlebnis jeden Tag. Ich habe schon seit vielen Jahren mache ich ehrenamtliche Jugendarbeit und ich arbeite total gerne mit Jugendlichen. Und das ist etwas, was mir im Ehrenamt schon sehr viel Spaß macht. Und ich merke jetzt hier, dass ganz besonders herausfordernd ist für mich, etwas, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, nämlich mit Jugendlichen zu arbeiten, die schwer krank sind, die eine onkologische Erkrankung haben, eine Krebserkrankung zu haben und die zu begleiten. Man connectet ja sehr schnell, man hat sehr schnell einen Draht und da habe ich schon gemerkt, das ist sehr herausfordernd für mich, die entsprechende Haltung zu haben und den Jugendlichen weiterhin so zu begegnen in ihren Herausforderungen und dann auch bis zum Ende zu begleiten und sich auch zu verabschieden. Das ist schon etwas, was mich sehr herausfordert hier. Also Emotionen spielen eine ganz große Rolle. Wir sind ja ganzheitliche Menschen und versuchen auch unseren Kindern und deren Familien ganzheitlich zu begegnen. Und dazu gehört nicht nur der Verstand dazu, sondern auch unsere Emotionen. Und ich freue mich sehr, dass das hier so offen gelebt wird. Also wir, wenn man uns hier kennenlernt, wir lachen unglaublich viel. Und man hat ja so die Vorstellung, Kinderpalliativ ist es schwer und traurig. Aber es ist etwas, was ich hier total toll finde, dass wir wirklich viel miteinander lachen, weil wir auch viel zu lachen haben, weil es viele Momente gibt, die uns fröhlich machen, weil die Kinder uns immer wieder zum Lachen bringen, die Familien uns zum Lachen bringen, sodass Freude ein ganz klarer Bestandteil hier ist. Und wir haben eine tolle Verbindung untereinander im gesamten Team, sodass wir wirklich viel von Herzen lachen, aber wir dürfen auch mal weinen. Wir dürfen auch sagen, es ist zu viel. Und wenn uns wirklich etwas traurig macht, dürfen wir uns in den Arm nehmen, dürfen wir die Eltern in den Arm nehmen, die Kinder in den Arm nehmen, sodass wirklich alle Gefühle auch zugelassen sind und wir auch Raum dafür haben, uns auch mal auszuklinken. Und das ist etwas, was hier wirklich von oben gelebt wird. Und das begeistert mich, denn das ist ein ganz elementarer Bestandteil auch ärztlichen Arbeitens, dass wir den Menschen ganzheitlich begegnen. Mir gibt meine Familie Halt, meine Frau und meine Kinder. Das ist so der wichtigste Halt, den ich erleben darf. Und was mir ganz besonders Halt gibt, gibt mir mein Glauben, dass ich wirklich eine persönliche Beziehung zu Gott leben darf. Und aus dieser Kraft heraus, aus der Kraft heraus, dass ich so angenommen bin und so geliebt bin, wie ich bin, mit all meinen Fehlern, all meinen Schwächen. Das gibt mir wirklich Motivation, jeden Tag aufzustehen
und diese Liebe und dieses Angenommensein auch weiterzugeben. Das ist das, was mir Halt gibt, um mich jeden Tag wieder aufs Neue begeistert hier hinzukommen. Da ist mir ganz wichtig, zuhören. Ganz viele Menschen sehnen sich danach, dass man ihnen zuhört. Wir sind oft dabei, Tipps zu geben, ganz schnelle Ideen zu haben und viel zu reden. Und wenn Menschen in Not sind oder auch wenn Menschen einfach eine Frage haben, ist es manchmal auch ganz wichtig, ihnen einfach zuzuhören. Zu verstehen, was sie wirklich fühlen, zu verstehen, was bei ihnen passiert und bei ihnen zu sein. Und das ist etwas, was unglaublich viel Halt gibt, was mir Halt gibt, wenn ich Menschen begegne und wo ich versuche, Menschen auch so Halt zu begegnen. Einfach da zu sein und zuhören. Ich wünsche mir, dass dieser Grundgedanke hier und diese Haltung und diese Werte, die hier vermittelt werden, die hier gelebt werden jeden Tag, dass die multipliziert werden, dass sich das wirklich verbreitet. Ich komme aus einem Bereich, wo man sehr viel in der Medizin gearbeitet hat und wo wir sehr viel unter Zeitdruck stehen. Und ich merke hier, wie man mit einfachen Mitteln das auch implementieren kann. Und das ist ein ganz großer Wunsch, dass es nicht nur hier bleibt und nicht nur das eine Oase ist, wo wir das erleben dürfen und Familien das erleben dürfen, sondern dass man das implementiert in ganz vielen Krankenhäusern, in ganz vielen Abteilungen und dass das einen Anschluss dazu gibt, dass das vervielfältigt wird. Das wünsche ich mir.